Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Webinar-Teilnehmer, liebes Profi-Makler-Akademie-Team, die jetzt auch vom Homeoffice zugeschaltet sind und alle Kunden auch von der Profi-Makler-Akademie, möchte ich recht herzlich heute begrüßen jetzt zu unserem Webinar, eigentlich Sonderwebinar mit dem Thema Corona-Krise, Notfallplan für Immobilienmakler. Vielleicht geht es Ihnen jetzt auch so, dass Sie jetzt zu Hause sitzen im Homeoffice oder im Büro und sich vielleicht einfach die Frage stellen, wie alles jetzt weitergeht. Was sind letztendlich die Entwicklungen, die jetzt anstehen? Was macht man als Immobilienmakler die nächsten Tage, die nächsten Woche? Man hat Ängste, ganz bestimmt, auch für die Familie. Jeder hat seine persönliche Situation. Und ganz bestimmt hat man dadurch einfach wie eine Art Lethargie manchmal auch, wo man sagt, was kann ich jetzt wirklich tun? Und ich habe jetzt die letzte Woche eigentlich mich für dieses Webinar jetzt auch so vorbereitet, um zu sagen, natürlich haben wir alle diese Situation, wo es nicht einfach ist, aber ich hoffe einfach, jetzt in der nächsten Stunde Ihnen so viel Information an die Hand auch geben zu können. Letztendlich den Notfallplan, wirklich etwas zu haben, mit dem man dann auch wieder arbeiten kann, Motivation zu geben, weil wir sitzen alle im gleichen Boot aktuell, beziehungsweise sind zu Hause, sind noch reglementiert. Und die nächste Stunde, ich hoffe, Sie haben sich die Zeit jetzt eingeplant. Ich kann nicht genau sagen, ob ich die Stunde treffe, weil es doch sehr viel Content für heute ist. Und dann möchte ich Ihnen einfach auch da ein bisschen Perspektive jetzt weitergeben. Ich habe so gut als möglich alle aktuellen Informationen jetzt zusammengefasst, die Sie dann auch abgreifen können. Und ich freue mich einfach darauf, dass so viele Teilnehmer jetzt auch heute mit dabei sind. Und da möchte ich jetzt auch einsteigen mit der Agenda, was ich vorbereitet habe für Sie. Einmal klar der aktuelle Stand nochmal der Corona-Krise, um einfach nochmal zu sensibilisieren, klar, wo wir uns tagtäglich, stündlich damit beschäftigen. Heute Morgen auch wieder der Bundesrat, neue Tagung, also auch diese Dinge ändern sich ja letztendlich minütlich, stündlich. Wichtig ist aber auch natürlich zu sagen, was passiert wirklich? Was kann ich als Makler letztendlich nutzen? Was kann mir helfen? Da geht es um das Thema Zuschüsse. Auch da kann man sich tot googeln. Ich habe versucht, das alles zu komprimieren, damit Sie einfach wirklich jetzt nach dieser Stunde einen konkreten Plan haben, was Sie nach diesem Webinar auch wirklich dann umsetzen können. Die Auswirkungen auf die Immobilienbranche, natürlich ist es ein langes Thema, aber ich habe Ihnen meine Einschätzung einfach mal heute mitgebracht und mit Sicherheit kann man darüber noch lange sich auch austauschen. Aber die Dinge, die ich einfach auch sehe aus meiner Erfahrung, aus der Vergangenheit, und natürlich der Aktionsplan, der Notfallplan für Immobilienmakler, also jetzt nicht für irgendwelche, ja, andere Branchen, sondern wir sind in der Immobilienbranche tätig, denke ich, haben da wirklich viele Erfahrungswerte und ich hoffe, dass Ihnen das dann auch einfach heute hilft, wirklich dann danach, ja, wieder auch positiv in die Zukunft schauen zu können. Für diejenigen, die mich jetzt noch nicht kennen, weil wir haben natürlich auch viele Kunden heute, die mit dabei sind, aber ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Markus Langenbach, bin 50 Jahre alt und habe im Jahr 2017 die Profi-Makler-Akademie gegründet. Das ist das Online- und Trainingsportal für Immobilienmakler und war davor 10 Jahre lang als Makler, Büroinhaber, Trainer, Coach letztendlich, ja, involviert, um letztendlich auch Makler erfolgreicher zu machen. All dieses Wissen, das haben wir jetzt über die letzten Jahre auf der Webseite makler-wissen.de letztendlich zur Verfügung gestellt, sind da inzwischen auch Marktführer geworden, können mit diesen Inhalten auch die Fortbildungspflicht erfüllen. Und was uns, denke ich, auszeichnet, ist einfach, dass wir aus der Praxis kommen. Das heißt, die Erfahrungswerte, die ich jetzt mitbringe, die der Herr Ritzert dann auch mitbringt, das alles sind die Sachen, die eben, denke ich, auch auf den Unterschied ausmachen. Die Erfahrungswerte beruhen letztendlich auch darauf, wo man sagt, das waren bisher die Probleme, vielleicht zwar, wie kann ich 3% in Provision umsetzen? Die Probleme heute sind zu sagen, wie kann ich denn überhaupt weitermachen, bevor ich jetzt an diese 3% in Provision denke? Wir sind Kooperationspartner von OnOffice, vom BVFI, also viele Dinge, die in den letzten 3 Jahren passiert sind. Aber da möchte ich mich jetzt auch nicht zu lange aufhalten. Der aktuelle Stand, das ist das, was uns letztendlich jetzt alle beschäftigt, was passiert. Und wir haben jetzt vor 10 Jahren oder diejenigen, die auch schon vor 10 Jahren letztendlich aktiv waren, wissen noch, was mit der Finanzkrise alles passiert ist. Jetzt geht die Regierung davon aus, dass wir doppelt so viel Kurzarbeiter haben werden. Sehr viele Firmen haben schon zugemacht. Die Autobauer sind in der Kurzarbeit. Die Tourismusbranche ist lahmgelegt.
die Flugzeuge gehen nicht mehr letztendlich oder fliegen nicht mehr. Tut mir leid, dass es jetzt klingelt, aber ich kann jetzt nicht aufstehen, es ist niemand im Büro, von daher dafür kurze Entschuldigung. Das ist also die Kurzarbeit, wo wir einfach letztendlich wissen, was jetzt passiert. Wenn Sie selbstständiger Makler sind, dann ist das Thema auch, wenn man angestellt ist und hat dann letztendlich hier einen Notfallplan, fällt eigentlich außen weg. Das heißt, alle Selbstständigen, wo ich davon ausgehe, dass das die meisten von Ihnen sind hier im Webinar, kann man kurz davor sagen, haben erstmal keinen Notfallplan. Man steht eigentlich vor dem Nichts, sondern man sagt, wer fängt mich ab? Wo sind letztendlich die Hilfestellungen? Aber genau das ist jetzt ja passiert, wo man sagt, das habe ich auch vorbereitet, aufbereitet für Sie, dass eben auch die Selbstständigen letztendlich hier nicht alleine gelassen werden, weil es trifft ja ausnahmslos wirklich alle. Es gibt hier in Deutschland niemand, der sagt, ich bin davon nicht betroffen. Aber wir haben natürlich heute den Fokus für die Immobilienbranche. Thema Insolvenz, auch das ist jetzt schon letztendlich angestoßen, wenn man sagt, ich müsste eigentlich die Insolvenz eigentlich schon beantragen. Auch hier gibt es schon Regelungen, um diese Insolvenz zu verschleppen, beziehungsweise ja nach hinten zu verschieben. Aber mein Plan heute ist nicht, dass hier Sie sich über die Insolvenz letztendlich Gedanken machen, sondern einen Weg finden, nach vorne zu schauen und aktiv zu werden, damit das eben dann auch vermieden wird. Aber man soll es einfach mal gehört haben, die Einkommensteuervorauszahlung, das sind auch die Dinge, die, wenn Sie jetzt schon veranlagt sind, anstehen und vielleicht die nächste Zahlung von 3.000, 5.000, 8.000 Euro ansteht ans Finanzamt. Das ist etwas, was man dann letztendlich einplanen kann. Spreche ich nachher nochmal drüber, dass diese Zahlung nicht dann zu tätigen ist. Einfach die Liquidität in irgendeiner Weise nochmals aufrechtzuerhalten, um die nächsten Monate dann auch überstehen zu können. Hier habe ich mal ganz kurz die Branchen aufgegriffen, wo man sagt, wer ist davon betroffen? Wer ist besonders davon betroffen? Sie haben wahrscheinlich Freunde, Familie, Bekannte, wo man auch sich austauscht, der vielleicht in der Automobilindustrie arbeitet, Gastronomie, Textilbranche, Möbelindustrie. Alle sind davon betroffen und wissen oft nicht, wie es jetzt wirklich auch weitergeht. Das ist natürlich so dieser Zustand der absoluten Hilflosigkeit. Ich habe keine Glaskugel. Ich weiß nicht ganz genau, welcher Tag, welche Woche es sein wird, wann der normale Ablauf wieder sein wird. Aber wir haben als Immobilienmakler natürlich nochmal eine andere Ausgangssituation und die möchte ich natürlich jetzt auch nochmals beleuchten. Von daher steigen wir jetzt ein in die Zuschüsse, die für Sie letztendlich auch möglich sind, die eben abzugreifen. Wir haben einmal das Thema, und das ist am wichtigsten eigentlich die Solo-Selbstständigen, also der klassische Immobilienmakler eben selbstständig 34C, hat man jetzt erstmal einen Notfallplan kreiert von 40 Milliarden Euro. Und diese 40 Milliarden Euro, die teilen sich auf einmal in 30 Milliarden Euro Darlehen. Und Darlehen ist natürlich die unglücklichste Form, wenn man sagt, ich nehme jetzt wieder einen Kredit auf, den Kredit muss ich ja wieder zurückbezahlen, bin aber unsicher vielleicht, okay, wann kann ich denn zurückbezahlen? Von daher, es ist eine Option, aber was viel interessanter grundsätzlich ist, ist natürlich diese Soforthilfe. Soforthilfe heißt, man bekommt das Geld wirklich vom Staat letztendlich zugeordnet, ich nenne es jetzt auch dann geschenkt. Und aktuell sind diese Werte zwischen 9.000 bis 15.000 Euro, wo man eine Option hat darauf, jeder von Ihnen darauf zugreifen zu können. Natürlich, wie es immer so ist, wird es auch dafür jetzt bestimmte Voraussetzungen geben. Die habe ich auch nochmals mit aufgeführt. Aber das ist etwas, was man konkret nutzen kann. Sollte keiner verpassen, das auf jeden Fall letztendlich zu beantragen, weil mehr als ein Nein kann es nicht geben, aber es nicht zu tun, wäre in der jetzigen Situation fast schon fahrlässig. Es gibt hier noch, es ist noch letztendlich in der letzten Phase, weil die ganzen Finanzämter und die zuständigen Behörden sind jetzt vorbereitet, haben das Ziel, ab Montag diese ganzen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Und dann wird man auch sehen, wenn Immobilienmakler das dann einreichen, wie schnell das geht und letztendlich auch Erfahrungswerte weiterreichen zu können. Beim Darlehen, um da jetzt mal kurz durchzugehen, wäre der Weg einfach immer wieder die Hausbank. Wenn Sie jetzt aber keine Hausbank haben im klassischen Sinne, also wenn Sie bei der Indiba sind oder Quality Consors oder ein anderes Online-Konto, dann können Sie eben zur Sparkasse gehen. Weil die Sparkasse hat ja dann wieder den Zugriff auf die KfW-Darlehen
Und das KfW-Darlehen ist eben das, was man nutzen kann mit Sonderkonditionen, zinslos für 1-2 Jahre und danach eben wieder dann der Plan eben der Rückzahlung. Diese Präsentation bzw. all das, was Sie jetzt hier sehen, müssen Sie jetzt nicht im Detail mitschreiben. Das Webinar wird aufgezeichnet. Ich werde all diese Links, die jetzt in der Präsentation mit dabei sind, wo ich jetzt relativ lange gebraucht habe, um die im Internet wirklich auch so zu finden, stehen Ihnen dann zur Verfügung. Gerade was das Thema angeht jetzt mit der Risikoprüfung, auch hier, es ist keine Garantie, dass eben jetzt das KfW-Darlehen ausgereicht wird. Mit Sicherheit wird die Risikoprüfung geringer sein, man wird kulanter sein. Aber für mich auch und später in der Aktionsplanung werden Sie sehen, okay, ist es eigentlich der letzte Schritt, den man jetzt angehen sollte. Aber das ist eben ein Baustein, der letztendlich zur Verfügung steht. Der Sofortzuschuss, den ich jetzt gerade eben erwähnt hatte, der ist auch, das ist eins der Probleme eben, wo man sagt, okay, wo kann ich jetzt letztendlich das beantragen? Läuft einmal über die Länder oder über die Kommunen. Das wird in den Bundesländern, in den 15, die wir haben, eben unterschiedlich sein. Was ich gefunden habe, ist eigentlich eine Seite für alle Bundesländer, die relativ gut und schnell auf die entsprechende Seite kommt, die für Sie im entsprechenden Bundesland, in Bayern, Nordrhein-Westfalen, wo Sie letztendlich eben tätig sind, die Informationen zur Verfügung stellt, die dann eben für Sie nutzbar sind. Hier nochmal, das war jetzt gerade eine Seite von gestern Abend, wo ich noch nachgeschaut habe, von Hessen, wird ab Montag, 30. März, wird es möglich sein, eben diesen Sofortzuschuss dann zu beantragen. Und ich sage, jeder 1.000 Euro Sofortzuschuss, 2.000, 3.000 oder 5, sollte man natürlich nutzen, wenn die Möglichkeit dann dafür vorhanden ist. Hier gibt es bestimmte Dinge, die aber jetzt schon vorgegeben sind. Natürlich werden Sie nicht nur ein Blankoformular haben mit der Firmenadresse, zu sagen, ich hätte gerne einen Zuschuss. Auch hier werden Sie Unterlagen benötigen. Schauen Sie, dass Sie die Sachen vielleicht schon vorbereiten. Der Jahresabschluss 2018 wird letztendlich verlangt. Die vorläufigen Zahlen 2019 oder die aktuellen, die bisher da sind, aussagefähige Kapitalbedarfsermittlung, also eine kurze Aufstellung eben der laufenden Betriebskosten, die Sie jetzt haben, und die Selbstauskunft. Das wird ein kleines Paket sein, was man eben beim Einreichen dann zur Verfügung stellen muss. Das, denke ich, wird zu 95% bei allen Ländern gleich sein. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall Ihnen mal weiterreichen kann, das dann auch so nutzen zu können. Der nächste Baustein sind die Steuererleichterungen, weil es geht jetzt wirklich in alle Bereiche, wo letztendlich Geld fließt und wo man sagt, wo kann man jetzt eben selbstständige Unternehmer letztendlich etwas helfen aus dieser Situation, wenn wirklich weniger Provisionseinnahmen jetzt auch erfolgen im Vergleich zu den Vorjahren, dass man eben anstehende Steuerzahlungen erstmal ausstehen kann, dass man die nicht zahlen muss. Auch hier Gewerbesteuer, all diese Sachen, die anstehen, wenn man schon veranlagt ist, auch hier heißt es, okay, wie kann ich das beantragen? Auch da muss man ja aktiv werden bei den Finanzämtern oder bei den Finanzverwaltungen. Und wenn Sie bei Google, so habe ich es gemacht jetzt, ausprobiert, Finanzverwaltung, Finanzamt, dann Steuererleichterung, PDF, wenn dann etwas da ist, kommen Sie da relativ zügig dann letztendlich dorthin oder eben auch der Anruf beim Finanzamt. Natürlich sind ja alle überlastet, aber es ist etwas, wo man sagt, wenn das jetzt gerade ansteht, kurz davor, höhere Zahlung, macht es Sinn. Das also erstmal so die Grundinformation für die Bausteine. Jetzt heißt es aber nach vorne zu schauen. Die Auswirkungen auf die Immobilienbranche. Sie merken es aktuell in den letzten Tagen und Wochen ja selbst schon, wo man sagt, wie ist eben die Resonanz? Was ist die Thematik bei den Besichtigungen? Ich möchte einfach jetzt mal von heute in die Zukunft schauen. Weil natürlich geht es weiter. Natürlich wird das Ganze nicht irgendwann mal, wo man sagt, wir haben jetzt hier eine Weltwirtschaftskrise, sondern gerade in Deutschland wird alles dafür getan, um wirklich die Wirtschaft anzuschieben. Noch umso mehr wie nach der Finanzkrise. Von daher ist meine Aussage, es wird weiterhin erfolgreiche Makler geben. Makler, die Umsätze machen. Natürlich heute ist der Kopf natürlich letztendlich sehr stark erstmal eingegrenzt, wenn man sagt, passiert es tatsächlich.
Ich bin mir ganz sicher, dass das so kommt. Jetzt sind wir in der absoluten heißen Phase, in 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, wenn die Lockerung auch wieder entsteht und man sagt, okay, keine Ausgangssperre oder ähnliche Dinge, es eher wieder in den normaleren Zustand kommt, dann wird es nicht einfach sein, aber es wird Makler geben, die das Ganze gut überleben. Und ich hoffe, eine große Anzahl von Ihnen, mir am liebsten alle von Ihnen, wird auch mit dabei sein. Es wird weiterhin so sein, dass Menschen wohnen und sich verändern wollen. Es ist was anderes wie Konsum. Man muss morgen eben nicht zwingend das neue Auto haben, neue Schuhe kaufen, neues iPhone, neues iPad, TV. Aber wenn es um das Wohnen geht, Lebensveränderungen, Familienplanungen, Kindernachwuchs, und man sagt, das ist eben halt ein ganz elementarer Faktor, wo ich weiß, es wird ein anderes Verhalten sein, aber das wird sich grundsätzlich nicht verändern. Und das Schöne ist, dass wir als Makler wirklich jetzt selbst aktiv werden können. Selbst heißt, wir sind ja nicht in einem Unternehmen, wo die in Kurzarbeit sind und bei der Kurzarbeit muss man warten, kommt vielleicht die Kündigung, sondern wir haben es wirklich selbst in der Hand, auch wenn es schwierig ist, das weiß ich. Trotzdem kann ich ab heute auch aktiv werden und wenn man aktiv wird, wird man auch merken, dass dadurch ein bestimmtes Momentum dann wieder entsteht. Diese Corona-Krise, dieses Makler, wo diese überstehen, wie auch die Finanzkrise, wo ja auch sehr vieles letztendlich passiert ist und andere schwierige Zeiten, werden danach mit Sicherheit noch stärker natürlich sein, wenn natürlich jetzt diese nächsten Wochen und Monate man dann wirklich auch durchsteht. Und wichtig ist natürlich, wo wir wissen, die wenigen Optionen, die da sind, die Ängste, aber auch der Verkäufer greifen zu können, wenn man jetzt es schafft, ein System aufzubauen für die Neukundengewinnung und jetzt eben diese Situation auch, um sich nochmal zu verbessern, wird man auf das für die Zukunft immer zugreifen zu können. Also die Zeit wird jetzt vielleicht beschleunigt, um einfach zu sagen, ich habe das bisher so gar nicht im Fokus gehabt oder zu wenig und vielleicht ist es jetzt ein Anstoß zu sagen, jetzt mache ich eben diesen Schritt, weil es einfach zwingend notwendig ist. Es ist keine Option, es ist ein Muss. Und die Prognose aus meiner Seite, klar, beim Immobilienverkauf, wir haben die Arbeitslosigkeit, die wird kommen. In welchen Prozent werden, wir wissen es nicht, aber da wird mit Sicherheit etwas passieren. Wir haben die Immobilienbesitzer, die vielleicht auch etwas gekauft haben, die junge Familie, beide sind in der Branche, wo auf einmal der Arbeitsplatz weg ist. Die Thematik kommt, die Darlehen laufen weiter, vielleicht werden sie noch ein bisschen gestunden, aber dann greift vielleicht doch das Thema, es muss zum Zwangsverkauf kommen. Das ist eine Welle, wo man sagt, wenn eine Immobilie verkauft wird, auch dann eben aus der Not heraus, wer ist derjenige, der hier wieder Gewehr bei Fuß stehen sollte? Das sind Sie, das sind wir als Makler. Natürlich aus einer Ausgangssituation, die sehr unglücklich ist, aber das ist da, wo letztendlich auch wieder etwas passieren kann. Und das haben wir ja nicht nur einmal erlebt, sondern das sind halt immer wieder Situationen, wo man sagt, das kann passieren. Und ich denke, darüber entsteht dann auch wieder natürlich eine gewisse Dynamik. Die Unsicherheit der Arbeitsverhältnisse bei den Käufern, natürlich beeinflusst es auch aktuell ganz bestimmt 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. Aber dann kommt die Situation, dass eben der Käufer auch wieder sagt, ich möchte eine neue Immobilie, ich möchte ein Eigenheim. Dann kommt das Thema der Finanzierung. Natürlich werden Banken jetzt noch sensibler drauf schauen. Und weil sie sensibler drauf schauen, können Sie wieder als Makler Ihren Kunden auch wieder dabei Hilfestellung geben, indem sie sagen, wir sind jetzt schon aktuell informiert, auf was zu achten ist und sind auch wieder genau der richtige Ansprechpartner dafür, eben als der Profi. Auch natürlich in einer schwierigen Situation für viele Kunden. Die Preise, wo wir sagen, natürlich bei den Preisen wird was passieren. Wir haben die letzten 10 Jahre es jetzt miterlebt mit der Krise. 10 Jahre sind die Preise nach oben gegangen. Die Finanzkrise hat dazu geführt, dass man kein Vertrauen mehr hatte in die Aktien oder andere Anlagenformen. Jetzt wurde in die Immobilie investiert. Und wenn die Preise jetzt auch fallen sollten, wenn der Bedarf trotzdem da ist, reden wir halt von einem anderen Niveau, wo wir letztendlich dann die Provisionsrechnung stellen. Aber das ist ja da, wo auch der Mehrwert dann wieder von uns kommt, um die Informationen dann weiterzugeben. Von daher ist eine Einschätzung. Ich habe, wie gesagt, nicht die Glaskugel. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt hier einen absoluten Crash erleben werden in Deutschland. Aber wir werden es sehen. Aber in jeder Situation, bin ich mir sicher, wird es auch den Immobilienmakler bedürfen, um hier Hilfestellung zu geben. Und das ist für mich am allerwichtigsten. Da hilft kein Tool, keine
Auswertung, Statistiken. Sie als Makler sind wirklich ganz nah dran, eben am Markt, um die Informationen auch wieder Verkäufern und Käufer weiterreichen zu können. Und das ist eigentlich auch unser großer Mehrwert. Und den werde ich Ihnen gleich zeigen, wie es eben diesen gilt, auch umzusetzen dann, dass das Kunden auch realisieren. Sie können jetzt in der Presse vorwärts und rückwärts lesen, in alle Richtungen, in Chancen, in Risiken. Letztendlich ist jeder in seinem Mikrokosmos zu Hause, in seiner Region jetzt, dafür letztendlich verantwortlich, etwas zu tun, nicht abzuwarten, zu sagen, was passiert vielleicht, sondern jetzt aktiv zu werden, noch aktiver in einer anderen Form, um einfach Präsenz zu haben als der Immobilienmakler, der jetzt auch da ist und helfen kann. Und helfen heißt, am Ende dann auch wieder vermitteln zu können. Da möchte ich jetzt im Detail jetzt nicht durchgehen, nur einfach ein bisschen die Bandbreite zeigen, wo man letztendlich natürlich in jede Richtung auch Meinungen vertreten kann. Der Notfallplan, und das geht's mir jetzt eigentlich, wirklich diesen Aktionsplan, wo ich sage, was kann man jetzt machen? Was kann man heute anfangen, am Freitag, am Samstag, nächste Woche, um diese Dinge umzusetzen? Natürlich stellt sich die Frage, okay, kann ich noch besichtigen? Ich brauche eine, wenn ich Objekte habe, kann ich nur mit Kunden besichtigen. Und ich möchte jetzt einfach mal, weil wir haben doch eine stattliche Anzahl auch von Teilnehmern, einfach jetzt mal kurz fragen, wie es bei Ihnen war, ob Sie aktuell jetzt Besichtigung vor Ort, Besichtigung auch gemacht haben oder gesagt haben, da ist alles komplett zusammengebrochen, es kam eigentlich überhaupt nicht mehr zur Besichtigung. Ich denke, das hilft auch ganz vielen Kollegen hier, Makler jetzt im Chat, die einfach sehen, dass es Möglichkeiten gibt, dass mit Sicherheit es sich viel verändert hat. Aber wir sehen jetzt hier fast, ja, nicht zwei Drittel, vielleicht doch zwei Drittel haben besichtigt, trotz dieser Ängste, auch von den Kunden, die sagen, ja, mache ich eine Besichtigung, ja oder nein. Also jetzt haben wir 60% Ja-Besichtigung, 40% Nein. Und vielen Dank erstmal für die Rückmeldung. Aber für all die Kollegen, die es nicht gemacht haben, sehen ja, es gibt Kollegen, die es machen. Und das ist immer eben der gute Ansatz dafür, dass man sagt, es gibt Möglichkeiten vor Ort, auch Kunden letztendlich ja, zu begrüßen, aber halt mit 2 Meter Abstand, die sagen, wir wollen uns trotzdem die Immobilie anschauen, weil wir müssen jetzt kaufen, wir wollen jetzt kaufen, trotz Corona-Krise, die gibt es ja auch. Natürlich ist es schwieriger, aber es ist eben nicht unmöglich. Was Sie auf jeden Fall machen sollten, und ich denke, dass diese ganze Corona-Krise aktuell zu einem führt, dass Technologien viel früher jetzt von vielen mehr genutzt werden, was ich eh in 3, 5 oder 10 Jahren sehe, auch für die Immobilienbranche. Weil Technologie ist etwas, was einfach genutzt wird. Wir haben das Thema virtuelle Besichtigung, ist ja nichts Neues. Aber aktuell ist eben die Notwendigkeit natürlich zwingend da, wo man sagt, dann muss ich mich jetzt damit beschäftigen. Sie müssen aber auch nicht die Anbieter nehmen, wo sie sagen, das kostet mich jetzt wieder Geld. Der erste Schritt eigentlich einer, ich nenne es mal virtuellen Besichtigung, ist YouTube. Sie können ein Video drehen, selbst in der Immobilie, laufen durch, drehen einen Film von der Immobilie, stellen das auf YouTube ab, dann haben Sie Ihre quasi erste virtuelle Besichtigung. Natürlich nicht mit diesen ganzen Features und Functions, die man so kennt, aber es ist eine Möglichkeit, alle Objekte auch videotechnisch abzustellen. Sie sollten auf jeden Fall einer dieser Tools wie Skype, Zoom, GoToMeeting, Google, die Videokonferenzen, Videokonferenztechnik kennen und nutzen. Im Büro bei mir in München, wir haben so viele internationale Kunden gehabt, wir haben das also regelmäßig, ich würde mal sagen, einmal in der Woche war immer ein Austausch, auch dann per Videokonferenz. Viele Kollegen von Ihnen haben es vielleicht eh schon gemacht. Diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, rate ich Ihnen dringend, einfach sich damit jetzt auseinanderzusetzen. Nicht nur für jetzt, sondern für die Zukunft. Weil Kunden werden immer mehr auch sagen, das ist ein Medium, wenn man sich austauschen kann. Und vielleicht sind Kunden lange vorsichtig und sagen, ja, wenn sie sowas anbieten, umso besser. Telefonkonferenzen machen wir jetzt hier auch im Team, ganz klar, sogar kostenfrei. freeconferencecall.com. Damit können Sie auch mit Kunden in 2 oder 3 Teilnehmer letztendlich eine einfache Konferenz initiieren. Bei der deutschtelefonkonferenz.de können Sie sich gerade nicht mehr anmelden, weil komplett ausgebucht. Das sind die Dinge, die Sie auf jeden Fall quasi in Ihrem Portfolio haben sollten für, wie kann ich eben mit Kunden kommunizieren. Das ist natürlich wichtig, um handlungsfähig zu bleiben. Wie gesagt, ich habe das alles nochmal am Ende zusammengestellt. Jetzt kommt das, wo ich sage,
was nichts Neues ist, aber ich habe es nochmal unter einem anderen Blickwinkel zusammengestellt, wie man Neukundengewinnung, YouTube, Firmenbekanntheit, ihre Marke letztendlich nach außen bringen kann. Das Ganze kostenlos, was ja letztendlich aktuell gut ist, wenn man nicht zusätzlich nochmals Kosten verursacht. Wenn Sie noch keinen YouTube-Kanal haben, richten Sie ihn bitte ein ab nächster Woche als Aktionsplan. Sie brauchen das für die Zukunft und für jetzt. Sie können darüber berichten, um letztendlich Präsenz zu bekommen bei der Google-Suche, wo die Leute noch mehr auch von zu Hause jetzt nach Informationen suchen. Mechanismen der Preisentwicklung, Ängste der Verkäufer ansprechen. Die Dinge, die jetzt all die Kunden, auch die Verkäufer letztendlich beschäftigen, für wie geht es weiter? Soll ich jetzt verkaufen? Soll ich nicht verkaufen? Wie ist denn Ihre Einschätzung, Herr Makler? Darüber einfach kurze Videos zu drehen. Sie werden merken, wenn Sie damit beginnen, welche Möglichkeiten entstehen letztendlich für Sie als Makler. Natürlich kann ich nicht garantieren, dass morgen, übermorgen der erste Verkäufer da ist. Nur wenn Sie das jetzt nutzen, einfach das Konzept so umzusetzen, werden Sie merken auf einmal, zu was das alles führen kann, eben auch kurz mittelfristig. Vergabe von Immobilienkrediten. Jeder fragt sich, was passiert denn jetzt? Wenn Sie sich austauschen mit einem Banker, auch telefonisch, die Informationen aufnehmen, die in Kurzform dann letztendlich videotechnisch umsetzen, haben Sie wieder einen Baustein mehr, um sich als Makler dann auch zu positionieren. Ich habe mal nachgeschaut, im Moment, nach was wird gesucht? Natürlich nach Coronavirus. Wir haben 4,5 Milliarden Einträge aktuell. Wir haben Suchergebnis Coronavirus, Immobilienpreise, 10 Millionen. Einfach, weil Menschen sich damit auseinandersetzen. Was heißt das für mich? Verkauf wie auch Kauf. Sie können aktuell, es gibt fast keinen Makler hier in ganz Deutschland, wo ich gesucht habe, der dieses Thema jetzt schon aufgegriffen hat. Wir haben jetzt aktuell 420 Teilnehmer im Webinar von 30.000 Maklern. Wenn Sie es schaffen, einfach wirklich in den Aktionsmodus zu kommen, um zu sagen, das mache ich jetzt, da komme ich einfach voran, weil es mir heute, morgen, übermorgen hilft, dann machen Sie eben Videobeiträge dann mit Ihrem Namen, Ihrem Firmenlogo, dass es auch erkannt wird. Sie haben den Bezug Corona, Immobilien, Preise, Preisentwicklung für Ihre Stadt, Würzburg, Schwetzingen, München, Bogenhausen, wo man sagt, diese Verbindung, und Sie werden auf einmal aus der Masse herausstechen, weil die Verkäufer genau auch das suchen, für was mache ich, und finden Sie als Makler dann. Nur Sie müssen mehr machen als eben die Kollegen dabei. Dass sowas funktioniert, zeige ich Ihnen an unserem eigenen Beispiel von der Profimaklerakademie. Natürlich sind wir positioniert jetzt nicht beim Coronavirus, nur ich zeige Ihnen, wie Google und YouTube eben funktioniert. Gleiche Bilder, gleiche Suchbegriff, Immobilienmakler, Fortbildungspflicht. Wir werden eben gefunden. Stellen Sie sich hier einfach vor, mit Ihrem Konterfei zu dem Thema Coronavirus, Ängste, Verkäufer, Preisentwicklungen, wir informieren. Und ich bin mir sicher, Sie schaffen das. Sie können das machen, umso mehr in der jetzigen Situation, um zu sagen, hier kann ich einfach wirklich aktiv werden. Hier ist zum Beispiel eine Seite aus unserem Fachtraining, wo wir das Thema Preisentwicklung, gerade wenn es um die Mandatsgespräche geht, um letztendlich Preiseinigkeit hinzuführen im Dialog, kann man jetzt nutzen, mit dieser einen Seite aus dem Fachtraining, darüber ganz kurz eben, eine Minute, zwei Minuten, seine eigene Einschätzung weiterreichen, Herr Verkäufer, was ist passiert? Und so werden Sie absolut zum Profi, Sie sind eh schon Profi, aber Sie werden noch mehr wahrgenommen eben als Profi, um eben dann dem Kunden die Informationen zu geben, nachdem er aktuell dringlich sucht. Was können Sie noch machen? Natürlich die Kunden kontaktieren. Hier ist ein Beispiel von einer Maklerin als Beispiel. Schreiben Sie alle Ihre Kunden an in der Datenbank. Sagen Sie, Sie sind noch da, Sie sind aktiv. Natürlich umso mehr die VIP-Kunden. Nutzen Sie die Zeit, um sie anzurufen. Sie letztendlich als Aufhänger auch wieder zu sagen, geht's Ihnen gut? Das sind einfach menschliche Dinge, die Sie einfach unterscheiden von der klassischen, ja, Vermittlung heutzutage von diesen Portalen, wo kein Makler mehr dahinter stehen soll. Das macht ja den Unterschied aus. Einfach dran zu sein an den Kunden, was man eh sonst auch hier machen sollte. Aber jetzt umso mehr zu sagen, wie gehen Sie jetzt damit um? Informieren Sie aktuell Ihre Kunden, wo Sie sagen, wie gehen Sie vor bei Besichtigungen, beim Verkauf? Machen Sie das noch?
schreiben Sie das zusammen oder erstellen ein Video. Meine Empfehlung ist das Video. Schreiben dauert oft sehr lange, bis alles gelesen wird. Erstellen Sie dieses Video, schicken Sie das an Ihre Datenbank, an Ihre Kunden, die sagen, aha, Herr Makler ABC ist aktiv und handelt die Situation wie folgt. Der Unterschied Mensch und Immobilienportal habe ich gerade eben erwähnt. Und das ist hoffentlich wieder ein Zeichen dafür, für die Zukunft auch, wie wichtig eben der Makler ist. Und dass diese Maschinen und die Portale das alles nie ersetzen werden können. Die ganze Psychologie und die Ängste, die wird keine Maschine dieser Welt jemals verstehen. Und von daher, vielleicht ist es sogar ein positiver Aspekt, vielleicht noch nicht morgen, aber in 1, 2, 3, 4 Wochen, 3 Monate, wo einfach Verkäufer wieder dankbar sind, sich auch mit dem Makler so auszutauschen und die Informationen zu bekommen aus erster Hand. Die Umsetzung, Aktionsplan. Das heißt, jetzt haben wir erstmal so die Grundlage gelegt auch, wo ich hoffe, dass Sie ein gutes Verständnis dafür haben, dass es Möglichkeiten gibt, etwas jetzt zu tun, ohne dass es Geld kostet. Es kostet Motivation, Überwindung auch, zu sagen, okay, aber wie komme ich jetzt in die nächsten Wochen, Monate? Jeder hat eine andere Ausgangssituation. Vielleicht ist einer in der glücklichen Lage und sagt, 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate ist gar kein Problem für mich, Rücklagen sind genügend da. Aber vielleicht gibt es auch viele Kollegen, die sagen, bei mir ist es eben nicht so und ich muss schauen, dass ich in den nächsten 4 Wochen, 6 Wochen irgendwie letztendlich weiterkomme. Und von daher, der konkrete Umsetzungsplan von meiner Seite wäre heute, wenn Sie es eh nicht schon gemacht haben, sich für die nächsten 3, 6 Monate letztendlich den Liquiditätsplan nochmal genau aufzuzeichnen. Was sind aktuell die Kosten? Was sind die Fixkosten? Welche Steuerzahlungen stehen an? Die Steuerzahlungen können Sie Stunden, mindestens das mal schaffen. Sie sollten den Sofortzuschuss aus meiner Sicht auf jeden Fall beantragen. Egal in welcher Situation. Aber es ist doch gut, wenn man sagt, die Möglichkeit ist da und Sie bekommen 3.000, 5.000, 9.000. Hängt eben dann von den einzelnen Ländern ab. Von daher, das auf jeden Fall umzusetzen. Machen Sie die Planung eben, was die Rücklagen angeht. Auf was wollen Sie, können Sie zugreifen für die nächsten Monate, dass Sie hier sich einfach wirklich mal ganz konkret damit auseinandersetzen und ob noch in irgendwelcher Weise Investitionen möglich sind, auch die notwendig sind. Das Darlehen beantragen ist der Notnagel. Aber vielleicht ist der Notnagel doch noch der beste Weg, bevor man letztendlich sagt, ich kann gar nichts machen. Weil letztendlich muss man einen Weg finden, in der gesamten Wirtschaft zu sagen, wo kann ich Wege finden, an Geld letztendlich zu kommen und zu verdienen. Der Objektbestand, der ist wichtig für Sie, auch wenn Sie solche Beantragungen machen. Wenn Sie 1, 2, 3, 5 Objekte haben mit x-tausend Provisionsvolumen, ist es wichtig, weil das geben Sie auch weiter natürlich bei der Beantragung, wo dann der Banker oder die Kommunen sehen, aha, da ist ja Potenzial auch da, in der Zukunft wieder Geld zu verdienen. Wer länger im Geschäft ist, die BWA der letzten 3 Jahre mit dazulegen, in der Hoffnung natürlich, dass da auch eine gewisse Grundgröße erkennbar ist dann, wo man sagt, okay, das wird dann auch in der Zukunft wieder so kommen. Wer wirklich vielleicht in der Situation ist und sagt, okay, meine Ängste sind so groß, habe ich Alternativen? In der jetzigen Situation, wo man sagt, was Neues zu finden, was anderes zu finden, wenn man wirklich da ist, zu sagen, okay, ich sehe gar keine Chance mehr, alles bricht hier zusammen, nur wo gibt es denn eine bessere Branche aktuell? Wo gibt es denn mehr Möglichkeiten, andere Möglichkeiten, als jetzt eben selbst in dieser Situation als Makler eben alles zu machen, um sein Wissen, das man eh schon hat, eben zu kommunizieren und dann vielleicht doch ein paar weniger Euro natürlich als gewünscht umzusetzen, aber trotzdem eben diese Phase und diese Krise auch zu überleben dann und gut zu überleben. Von daher, was können Sie machen? Wenn Sie es eh noch nicht haben, kaufen Sie für 18,99 Euro ein kleines Mikrofon, ein Stativ zum Stellen und vielleicht noch ein Licht für 32 Euro. Haben Sie für 100 Euro, haben Sie ein Equipment für Videoaufnahmen. Wenn Sie es heute noch nicht machen und Sie werden damit anfangen, auch von zu Hause, gar kein Problem. Sie werden merken, okay, Sie haben wieder Spaß, auch diese Dinge dann, das Ergebnis zu sehen. Machen Sie jeden Tag 2 Videos. Machen Sie jeden Tag 2 Videos. Von 1 Minute oder 2 Minuten. Die Themenvielfalt ist riesengroß. Corona-Krise, Coronavirus, Immobilienpreise, ist nochmal von mir jetzt ein paar Stichworte. Preisentwicklung, Immobilienverkauf, Immobilienwert, Zwangsversteigerung. Positionieren Sie sich dort. Werden Sie dort gefunden, wenn Kunden in Ihrer Region suchen?
da werden diese ganzen Portale, die man so kennt, die dann die Kontakte verkaufen, die werden nicht nachkommen. Ganz bestimmt nicht, sich überall dort so zu positionieren, individuell, wie sie das machen können als Makler. Es ist die Marketing-Nische aktuell schlechthin. Und die wird nicht von heute auf morgen zusammenbrechen. Ganz im Gegenteil, das wird monatelang, wird das ein Thema sein. Die Themenauswahl davon geben wir Ihnen gerne an die Hand. Unter anderem auch bei uns vom Fachtraining, wo wir sagen, wir haben so viel Content, so viel Inhalte, wo Sie abgreifen können. Also das Equipment müssen Sie nicht nehmen. Rein nur das iPhone geht. Sie können es auch damit machen. Sie brauchen diese Dinge nicht bestellen, aber es ist ein kleiner Upgrade. Meine Empfehlung, erstellen Sie bei YouTube eine eigene Playlist. Die heißt Coronavirus Preisentwicklung. Machen Sie eine Playlist, die heißt Objektbesichtigung und hängen dort all Ihre Objekte rein, wo Sie vor Ort einfach mal per Video das aufnehmen und eine kurze Beschreibung dazu machen. Nutzen Sie diesen TV-Kanal. Wirklich, es ist ein Medium, wo Sie heute mittel- und langfristig merken, dass darüber Business kommt. Das ist der Herr Ritzert hier unten. Das war, glaube ich, das Jahr 2012. Das war unser erstes Video vorm Kamin. Ja, wir haben Anzug und Krawatte angezogen, aber es war zu Hause und das hat sich entwickelt. Egal, wie Sie das Video aufnehmen, ist es besser, als wenn Sie gar keins machen. Das ist das, was ich Ihnen an die Hand geben kann, um wirklich da sich zu positionieren. Sobald Sie 10 Videos erstellt haben, verschicken Sie ein E-Mail. Das heißt nicht Newsletter, es ist einfach ein E-Mail wieder in Ihre Datenbank. Liebe Kunden, aktueller Stand eben zur Preisentwicklung in der Krisenzeit. Zeigen Sie sich und sind der Makler wieder, der angesprochen wird, gerade in dieser Zeit, wo man sagt, gut, dass ich diese Information bekommen habe. Hören Sie nicht damit auf, machen Sie es die nächsten Monate, weil das ist das, wo Sie bekannter werden. Der Flyer, der kann später kommen, aber der Flyer ist auch eine Option. Jetzt wird man ihn per Post verschicken. Der Hinweis, wir haben für Sie Informationen eben zur Preisentwicklung. Was soll ich tun in diesen schwierigen Zeiten, wo man es darüber bewerben kann? Kommt erst dann mit der Zukunft. Wenn Sie Budget haben und noch eine Google AdWords-Kampagne starten können mit Coronavirus, Preisentwicklung München, also gerade in diesem Marktsegment, Sie werden sehen, Sie werden viele, viele, viele Anfragen bekommen können. Nur wenn das Budget nicht da ist, können Sie nur mit E-Mails arbeiten und YouTube selbst. Die Geschäftskontakte, wenn mein nächster Schritt, rufen Sie Ihren Notar an, um zu wissen, okay, wie arbeitet er, macht er Notartermine, wie macht er es aktuell? Dass Sie das also lokal natürlich festgelegt haben. Rufen Sie Ihren Banker an vor Ort bei der Sparkasse und sagen, wie habt ihr denn aktuell, was sind die Bedingungen, was hat sich geändert? Hat sich denn schon irgendetwas geändert, was ich wieder weiß, worauf ich achten muss bei den Kaufinteressenten bezüglich eben der Vergabe? Kurzarbeit, was ist, wenn jemand in die Kurzarbeit gegangen ist? Bekommt er ein Darlehen, ja oder nein? In welcher Branche? Diese Dinge jetzt aus erster Hand abzuholen beim Banker, daraus wieder ein kurzes Video drehen mit der Information und sich wieder positionieren eben, dass Sie eben wirklich am Ball sind mit Informationen. Es ist Unmengen an Content jetzt da, wie Sie sich letztendlich positionieren können. Der Energieberater, Sie haben Verkäufer, der sagt, ich will verkaufen, ich muss verkaufen, Corona-Krise hin oder her. Ich will jetzt einfach den ersten Schritt machen. Sie brauchen einen Energiepass. Der wird ja nicht letztendlich deswegen jetzt nicht mehr notwendig sein. Nur, wie läuft es ab? Den Energieberater anrufen. All diese Dinge bündeln, kurz Video draus machen, auf Ihren YouTube-Kanal stellen und so bauen Sie Stück für Stück eben das auf, was notwendig ist, um jetzt Motivation zu haben, um eben nicht dazustehen und zu warten wieder, bis der nächste Anruf kommt. Der Wissensaufbau, Fortbildungsnachweis ist ja das nächste Thema, wo man auch sagt, jetzt ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, wenn hier da mehr Zeit ist, weil eben weniger Besichtigungen da sind, diese Zeit zu nutzen, noch besser zu werden, noch mehr Wissen aufzubauen. Und da helfen wir Ihnen gerne dabei. Die Kunden lieben es, wenn sie merken, sie haben absoluten Profi an der Hand. All diese Inhalte, die wir auch zum Beispiel liefern für Sie, können Sie als YouTube-Video erstellen, in Kurzform. Sie werden Spaß daran haben und vielleicht sind Sie bessere Referenten als wir selbst, weil Sie sagen, das kann ich genauso gut wie der Langenbach und der Ritzert. Aber Sie müssen es dann auch machen, um letztendlich die Kunden zu zeigen, ja, da ist genau der Makler, den wir jetzt brauchen. Der ist eben auch sympathisch, der ist kompetent, der weiß auch in dieser Krisensituation mit den Dingen umzugehen. Da schenken wir uns einfach das Vertrauen.
Nicht abwarten eben, sondern das Handeln. Ich glaube, das wollen sie alle. Ich glaube, keiner will zu Hause sitzen und zu sagen, Gottes Willen, was passiert jetzt? Es ist schlimm. Wie geht's weiter? Es ändert nichts daran, wenn man sagt, wie geht es weiter? Es geht nur weiter, wenn man jetzt etwas tut. Und wir tun alles dafür, wenn sie sagen, wir brauchen noch bestimmte Informationen, auch zum Beispiel für YouTube. Ja, finde ich doch nicht so sicher bei diesem YouTube-Kanal. Wir werden für sie ein eigenes Video erstellen und in schneller, wenn sie sagen, da brauchen wir nochmal eine Hilfestellung dafür. Machen wir gerne für sie. Vorsprung gegenüber dem Mitbewerber. Jetzt haben sie die Möglichkeit, wenn sie in 3 Monaten anfangen, das Thema Coronavirus aufzusetzen, sind sie 3 Monate zu spät dran. Sie müssen es jetzt machen. Sind sie sympathisch, kompetent, zuverlässig und immer am Puls der Zeit. Und man sagt, okay, hier ist wirklich der Makler, der einfach für uns da ist. Auch wenn sie vielleicht aufs Bankkonto schauen und sagen, ich gucke, wie ich wirklich zur Rande komme. Nur in der Außendarstellung soll es eben natürlich eine ganz andere Wahrnehmung haben, um wir genau den einen Auftrag jetzt zu bekommen, den sie auch wieder brauchen, um weiterzukommen. Bieten Sie Online-Frage- und Informationsstunden an. Machen Sie Werbung für nicht die Sprechstunde zu Hause, sondern die Sprechstunde eben aktuell zur Corona-Krise. Machen Sie es von zu Hause, so wie wir jetzt auch mit dem Webinar. Machen Sie es so. Nutzen Sie diese Technik. Sie ist da. Sie werden merken, es ist gar nicht so schwierig. Und jetzt zeige ich Ihnen genau eben das, wo Sie sagen, was sind denn die Fachthemen? Was können wir denn noch aufnehmen, eben auch zum Beispiel für YouTube, was uns wieder hilft? Und dann sind wir mitten in der Fortbildungspflicht. Und man sagt, es sind so viele Themen, wo man sagt, okay, da habe ich letztendlich einen gewissen Stand. Aber ich denke, jeder hat da noch ein Potenzial, egal wie lange er dabei ist. 5 Jahre, 10 Jahre oder noch länger. Und wir haben hier in der MABV, sind ja letztendlich Themen vorgegeben, die auch für die Fortbildungspflicht notwendig ist. Klar ist im Moment das Thema Coronavirus, das ist vordergründig am wichtigsten. Wenn es normal irgendwo sich wieder halbwegs stabilisiert, Ende des Jahres wird kommen, die Fortbildungspflicht ist eh notwendig und damit haben wir oder helfen Ihnen gerne auch nochmals damit, das zu lösen und letztendlich ja aus der Not die Tugend zu machen, weil alles, was ich jetzt weitergereicht habe, sind ja auch Dinge, die wir dann wieder im Fachtraining zur Verfügung stellen. Und Fachtraining heißt bei uns nichts anderes als Wissen im Einkauf, im Verkauf, Erfolgsfaktoren, Fachwissen, auch die Themen, die man abgreifen kann. Mit diesen Inhalten, und hier haben wir aktuell, wir gehen Richtung 60 Kurse jetzt aktuell schon, wenn Sie sich die anhören, auch Preisentwicklung, wo die Folie von vorhin dabei war, viele Sachen, die Sie einfach abgreifen können und sagen, das Thema nehme ich mir an und habe letztendlich da wieder auch einen besseren Wissensstand, um dann wieder in den Dialog gehen mit dem Kunden. Kurze Übersicht, was Sie alles abgreifen können, letztendlich auch in den Kursen. Wir haben Eigenbedarfskündigung bei Härtefällen, Themenblock, alles rund um das Haus, Dachform, Bodenbelag, Bürostandards, die reichen Immobilienmakler und der Rest, darin liegt der Unterschied. Ja, ist natürlich jetzt auch gerade das Thema, wo man sagt, ich habe es vorhin gesagt, ich weiß, es wird Makler geben, die hier gestärkt aus der Krisensituation herausgehen. Sind Sie einfach mit dabei? So schwer das heute vielleicht auch sich anfühlt. Aber machen Sie die Sachen, nehmen Sie Ihr Smartphone nachher, drehen das erste Video über Ihre persönliche Einschätzung zum Coronavirus, Ihre eigene persönliche Einschätzung und laden das auf YouTube hoch. Sie werden sehen, Sie werden Klicks bekommen, wo Sie denken, es kann doch nicht wahr sein. Das sind Themen, die alle in diesem Fachtraining da sind, auch für die Fortbildungspflicht, Immobilien und Steuern, Finanzierung, Eigenkapital, Kapitaldienstfähigkeit, all das, was auch jetzt wieder so wichtig ist, gerade bei der Finanzierung, wo man sagt, okay, lieber Kunde, wir haben ja die Thematik aktuell, lassen Sie uns mal einen Quick-Check machen, ob das jetzt aktuell überhaupt eine Option ist, damit Sie die Immobilie kaufen können. Es sind so viele Dinge, wo man wirklich sagt, wenn man da etwas bewandert drin ist, kann man wirklich auch den Spaß wieder dran finden. Wir haben für 2020 weitere Themen jetzt natürlich in die Entwicklung aufgenommen und vielleicht ändern die sich jetzt etwas. Wenn wir jetzt sehen, okay, wir müssen zu dem Thema eben Coronavirus, alles, was hier sich entwickelt, etwas anpassen, werden wir es machen. Wir haben aber auch das Thema Scheinselbstständigkeit, Bestellerprinzip, rückt ja im Moment so ein bisschen in den Hintergrund. Und mit der aktuellen Situation würde ich nicht garantieren, dass jetzt wirklich, wie es geplant ist, eigentlich zum Herbst dann auch das Bestellerprinzip umgesetzt wird. Aber das ist rein jetzt nur eine grobe Vermutung, weil die Umsetzung jetzt auch und die Tagung vom Bundesrat natürlich im Moment einen ganz anderen Fokus haben.
jetzt heißt, diese Situation letztendlich ja gut überstehen zu können. Das sind alles Themen, Kapitalanlage, Objektakquise, die alle in unserem Fachtraining sind. Und der Nachweis bei der Behörde, der dann eben Ende des Jahres ansteht, den gewährleisten wir auch. Das ist auf dem Portal makler-wissen, ist es einfach abgreifbar per Knopfdruck. Und da ist auch die Anlage 3, die dann letztendlich die Behörde irgendwann abgreift, wenn es heißt, okay, Maklerbüro ABC, ihr müsst zeigen, dass ihr diese 20 Stunden dann auch erfüllt habt. Wichtig natürlich am Ende auch, wo man sagt, okay, ist all das Wissen, was jetzt vermittelt wird, ist es anerkannt. Wir sind jetzt von der ZFU, sind wir die Ersten in Deutschland auch, was das Thema Fortbildungspflicht angeht, was die Inhalte betrifft, ist es staatlich anerkannt, damit also auch hier wirklich alles zu 100% wasserdicht ist. Der Fortschrittsnachweis ist eine Motivation. Also viele von unseren Kunden, die heute schon dabei sind, klar, die sehen, ich habe mir den Kurs A angeschaut, B, C, Steuern, Leibrente, Kapitalanlage, all diese Dinge, ich habe angefangen oder zu 100%. Natürlich motiviert es, wenn man sieht, aha, 100%, nochmal 100%. Und vielleicht ist es für Sie jetzt die nächsten Wochen und Monate auch eine Motivation, zu sagen, ich hole mir dieses Wissen rein, schau, was ich vielleicht davon nutze wieder, um daraus wirklich mein YouTube-Video zu machen. Sie werden da mit Sicherheit Sachen finden, die Ihnen da auch dann Spaß machen. Das aber jetzt nur, dass Sie mal sehen, okay, das wird minutengenau dokumentiert, Grundlage eben für den gesetzlichen Nachweis. Das Webinar, was wir jetzt heute machen, ist ja eigentlich eine, ich nenne es eine alte Technologie. Warum? Weil sie zeitgebunden ist. Heute klar, weil das Thema, denke ich, zu wichtig auch oder wichtig genug, um zu sagen, die Zeit nehme ich mir. Aber wie oft passiert es? Man hat ein Webinar, zack, kommt ein Anruf, ist man doch wieder nicht dabei und verpasst das Ganze. Wir machen aber trotzdem diese Webinare auch für Fachtrainingsteilnehmer. Warum? Weil man einfach einen festen Termin dann doch in seinem Kalender stehen hat, um zu sagen, ich mache die Sachen. In der aktuellen Situation, denke ich, hat jeder genügend Eigenmotivation, auch das wirklich komplett eigenständig zu machen. Aber die Option ist natürlich da. Man tauscht sich eben aus mit uns Trainern und Referenten. Und ich hoffe, dass, was die Fragen jetzt heute angeht, auch vom Chat her, der Herr Ritzert ist jetzt die ganze Zeit dabei, die meisten Sachen jetzt auch schon beantwortet worden sind. Wir werden alles abarbeiten, ganz bestimmt. Ich versuche jetzt einmal nur mal auch den Content weiter ja letztendlich zu vermitteln, dass wir alles dann auch hören. Präsenzveranstaltung. Ja, es ist echt verrückt, wo man sagt, wie schnell sich eben alles ändert. Ja, wir haben Präsenzveranstaltungen noch ins Fachtraining mit konzipiert, weil viele eben der Kollegen auch gesagt haben, na, Webinare oder 24 Stunden Zugriff ist gut, aber Präsenz Veranstaltung ist halt besser. Ich weiß nicht, wann wir die nächste Präsenzveranstaltung machen werden. Ich weiß es nicht, auch wo man sagt, wo sein Kopf frei ist für, okay, sowas zu machen. Sobald alles wieder so seinen normalen Weg geht, werden wir natürlich auch im Jahr 2020 einplanen. Tendenz heute eher dann in der dritten oder viertes Quartal. Das ist jetzt aber nur nochmal erwähnt, wo wir sagen, das ist eigentlich das Konzept, die Zertifikate, auch das ist etwas, wo man sagt, wenn man sie hat, dann kommuniziert man es und man kommuniziert es auch mit YouTube, wo man sagt, ich bin der Makler, der eben genau diese Themen sich annimmt, auch das Fachliche, machen wir alles für Sie, Herr Kunde, weil es für Sie ein Vorteil ist, um für Sie maximalen Service zu haben, um für Sie maximale Fachkompetenz zu haben, um für Sie bestens Kaufverträge vorzubereiten, für Sie alle Risiken zu vermeiden. Und dann kann man eben auch das natürlich auf YouTube stellen. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, wissen Sie noch nicht, wie genial das funktioniert. Unser ganzes Business, die letzten 3 Jahre, 90% davon ist durch YouTube entstanden. Durch YouTube letztendlich und die Blogbeiträge, die wir wöchentlich weiterreichen, seit 3 Jahren. Dadurch haben wir unseren Bekanntheitsgrad aufgebaut. Und Sie würden es genauso auch bekommen, wenn Sie das umsetzen, aber regelmäßig. Regelmäßig, und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, damit wirklich auch anzufangen, 2-Minuten-Videos zu machen, um dann zu sagen, okay, es sind so viele Themen, über die Sie berichten können, und die Kunden, gerade die Verkäufer, freuen sich drüber, wenn sie jemand Sympathisches sehen, der einfach letztendlich ja sich auch zeigt
und man nicht immer nur in 10 Minuten dann erfahren muss, wie der Makler tatsächlich ist. Wir stellen alles zur Verfügung, um dann halt auch in der Außendarstellung Marketing zu machen. Klar, wir freuen uns, wir arbeiten wirklich fleißig daran, immer viel Service, viel Dienstleistung, viel Content zu liefern. Und die Rückmeldung unserer Kunden freut uns immer wieder, dass wir auch sagen, klar, das ist unser Ergebnis, wofür wir arbeiten. Als Immobilienmakler wollen wir auch Referenzen. Die eine Referenz führt wieder zur nächsten. Und von daher, Sie sind und wären nicht der erste Kunde bei uns. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen jetzt gerade in der speziellen Situation einfach auch weiterhelfen könnten. Und damit komme ich jetzt auch für heute letztendlich zum Abschluss erstmal, wo ich sage, was ich Ihnen gerne anbiete. Natürlich all den Content, den wir jetzt bisher besprochen haben, die Anleitung, was YouTube angeht, das können Sie abgreifen. Wir stellen das ab auf unser Archiv, da komme ich gleich dazu und Sie können das letztendlich so nutzen. Wenn Sie aber sagen, ich möchte einfach jetzt noch einen Schritt weitergehen und mehr Zugriff haben, auch mehr Content abgreifen auf unsere Kurse vom Fachtraining, dann können Sie das machen. Wir haben das konzipiert auf 12 Monate. Die 12 Monate soll die Perspektive auch für Sie sein, zu sagen, die Zeit werde ich auch natürlich überstehen und gut überstehen. Und das ist letztendlich unser Angebot für Sie, für heute jetzt in der ganz speziellen Situation. Das Fachtraining ist konzipiert monatlich 39,90 Euro, also nicht auf einmal. Und ich glaube, in der jetzigen Situation ist man dankbar umso mehr, wenn man sagt, man hat die Liquidität aufgeteilt. Aber für heute...